Wir befinden uns in meiner kleinen Krippenwerkstatt in Grafendorf. Mein Name ist Waltraude Lechner und ich beschäftige mich seit einigen Jahrzehnten mit der Weihnachtskrippe. Also Weihnachtskrippe, da gibt es viele Arten, von der heimatlichen Krippe oder die Kastenkrippe, die Schneekrippe, die orientalische Krippe, die Wurzelkrippe, die Baumschwammkrippe oder die Laternenkrippe. Und von dieser werde ich Ihnen heute einen kleinen Ausschnitt zeigen, wie man es macht, wenn man schnell noch ein Krippel vor Weihnachten benötigt. Für die Laternenkrippe verwende ich als Grundmaterial Styrodur, mache mir ganz kurz eine Skizze, schneide die Mauerteile zu, schnitze die Steinchen heraus, dann wird das Ganze verleimt und verschraubt. Der Mörtel wird aufgetragen, der besteht aus Schlemmkreide, Sägespäne und Leim. Dann wird das Ganze grundiert und dann wird die Krippe gefasst. Das heißt, die Krippe wird bemalt mit Farbpigmente und schlussendlich folgt dann die Botanik. Also ich setze mir ein Bäumchen drauf oder wie gesagt ein Wurzelstück, ein Rindenstück und die Heilige Familie darf einziehen. Also wann man die Krippe aufstellt, das bleibt wirklich jedem selber überlassen. Das ist so eine Gefühlssache. Ich persönlich stelle meine Krippe mit Adventbeginn auf. Das Jesukind lege ich erst am Heiligen Abend in die Krippe.